Es gibt mal wieder eine neue Eventwoche in GTA Online. Wir haben sogar einen neuen Waffenhändler bekommen und vieles mehr. Ich erkläre dir was Neues im heutigen Video. Bleib somit auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir haben uns das meiste ja auch eben schon im Livestream zusammen angeschaut. Aber ich möchte in diesem Video hier nochmal mehr auf die Eventwoche selber, also auch die Rabatte und so weiter eingehen. Und natürlich auch nochmal alles zusammenfassen, was wir vorhin so rausgefunden haben. Zunächst einmal geht die neue Eventwoche bis zum 19. Januar und es gibt kein neues Fahrzeug. Dafür allerdings den neuen Gunvan, den neuen mobilen Waffenhändler, der jeden Tag seine Location ändert und damit ja mobil auf der Map unterwegs ist. Das Ding funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach nur in die Nähe gehen, dann poppt auch direkt so ein Icon auf der Minimap auf. Ihr könnt hingehen und dort eben wie beim Ammunition auch euch eure Waffen kaufen. Besonders ist, dass ihr bei diesem Gunvan eben auch jetzt die Möglichkeit habt, die Railgun zu erwerben und zu modifizieren. Das ist neu. Die aktuelle Location vom Gunvan seht ihr auch gerade eingeblendet, hier ganz im Osten der Map. Ich denke, das Ganze ist nicht zu verfehlen. Fahrt einfach ein bisschen in der Gegend rum und dann wird auch eben das Icon aufpoppen. Falls es nicht aufpoppt, ändert einfach mal kurz eure Lobby. Wenn geht einfach eine private Lobby oder sowas, dann kommt das Ding auf jeden Fall. Ist eine ganz coole Möglichkeit. Ich hätte mir gewünscht, dass Rockstar Games hier vielleicht noch ein paar Special-Optionen einbaut, wie zum Beispiel die Baseballschläger von Dex oder dass wir die Farbe vom Baseballschläger ändern können oder solche Sachen. Einfach so kleine kosmetische Sachen, die die Location dann nochmal etwas besonderer machen oder ein bisschen billiger die Sachen oder was auch immer, dass es einfach einen Grund gibt, nicht zur Ammunition zu gehen, sondern eben zu diesem Gunvan, der ja letztendlich ein bisschen so der Schwarzmarkt ist. Keine Ahnung, wäre auf jeden Fall geil, aber ist im Großen und Ganzen eine ganz coole Sache. Abgesehen davon gibt es jetzt auch die First-Dose-Missionen auf schwierig. Was da jetzt so viel schwieriger sein soll, ist die große Frage. Klar, ihr habt kein Teamleben mehr. Auf normal hat man ja ein Teamleben. Hier habt ihr keins mehr. Inhaltlich vom Gameplay her ändert es sich aber sehr, sehr wenig. Beziehungsweise es macht vom Gameplay selber her irgendwie nicht so wirklich einen Unterschied. Vielleicht sind da ein paar Gegner mehr oder so. Aber es macht jetzt die Mission nicht irgendwie elementar schwieriger. Abgesehen davon, und das wird jetzt viele freuen, wurde auch der ganze Weihnachtscontent inklusive Schnee entfernt. Also ihr könnt jetzt wieder einfach auf trockenen Straßen umherfahren. Und es gibt natürlich auch diese Woche wieder mehrfach Geld und RP. Zunächst einmal nämlich doppelt Geld und RP auf alle 7 neuen Community-Serien-Modis. Also da gibt es 7 neue und darauf gibt es auch direkt doppelt Geld und RP. 1,5-fach Geld und RP gibt es auf die First-Dose-Mission, die ja jetzt auch auf schwer verfügbar sind. Und es gibt natürlich auch noch diesen ganzen Standardkram. Zunächst einmal ein neues Podiumsfahrzeug, und zwar ist es der Jester RR. Neues Preisfahrzeug, das ist der Caracara 4x4. Um den zu bekommen, müssen wir auch 5 Tage in Folge in die Top 3 in LS Kamit-Rennen kommen, also eine relativ einfache Sache. Dann im Luxury Showroom steht aktuell der Nero und der RT 3000, beziehungsweise Simeon im Showroom steht aktuell der Dominator, ASP, der Furia, der Drift Dumper, der Windsor und der Hotring Sabre. Rabatte gibt es diese Woche natürlich auch einige, und zwar zunächst einmal 30% Rabatt auf alle Bunker inklusive Renovierungen, sowie beim Gunvan gibt es 10% auf alle Waffen, 15% Rabatt auf alle Wurfwaffen und 20% Rabatt auf alle Panzerungen. 40% Rabatt gibt es übrigens diese Woche auf den Sultan RS, der jetzt knapp 500.000 kostet, 30% Rabatt auf den Dominator ASP, der jetzt knapp 900 bzw. 1,2 Millionen kostet, den Previan für jetzt knapp 800.000 bzw. 1 Million und den RT 3000 für jetzt 900.000 bzw. 1,2 Millionen. Oh, und es gibt sogar noch eine weitere Sache, über die wir kurz reden sollten, und zwar für alle PC-Spieler. Es gibt Hoffnung, was das Anti-Cheat-System angeht. Denn Testu hat hier gerade bestätigt auf Twitter, dass Rockstar Games eben an etwas arbeitet, was die nächsten Wochen rauskommt, was eben zumindest dieses Kicken und Crashen von anderen Spielern hoffentlich beendet. Und das wäre doch eine recht angenehme Sache. Ja, Freunde, und das soll es jetzt im Prinzip auch schon wieder mit dem neuen Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, das gerne gratis. Ein Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Wir haben ja vorhin hier gestreamt aus Kanada. Und wer diesen Stream verpasst hat, sollte ihn sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Da reden wir ein bisschen, wie es hier ist, was wir hier so machen und vieles mehr, Freunde. Ansonsten schaut sehr, sehr gerne mal auf Instagram vorbei. Da gibt es natürlich auch noch ein bisschen Hintergrundsachen und Bilder und ein paar Informationen zusätzlich zu GTA und so weiter. Also immer ein Blick wert. Und ja, bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.